Es läuft nicht mehr rund in Bremerhavens Offshore-Industrie. Die Firma Advent gehört mittlerweile dem Weltmarktkonzern Siemens Gamesa. Dort wurde entschieden, die Produktion in Bremerhaven einzustellen. Die Belegschaft wird halbiert. Die Enttäuschung ist groß. Wir fordern als IG Metall, dass das Know-how der Beschäftigten hier vor Ort bleibt, sowohl im Produktionsbereich als auch im Entwicklung- und Engineering-Bereich. Bremerhaven hat schon viele Krisen erlebt. Das Ende der Fischfangflotte, später das Sterben der Werften. Seitdem ist die Arbeitslosigkeit groß. Die Offshore-Industrie sollte zum Jobmotor werden. Doch auch diese tonnenschweren Fundamente für Windräder auf See konnten den Erfolg vor Ort nicht verankern. Die Branche ist aus der Balance geraten. Die Ausbauziele wurden von der Bundesregierung runtergefahren. Die Goldgräberstimmung der Anfangszeit ist vorbei. Die Dollarzeichen sind ein bisschen verschwunden aus den Augen inzwischen. Die Anlagen für die Offshore-Windenergie, die Turbinen werden immer größer, müssen immer größer werden, um kosteneffizienter zu werden. Und das ist bedingt sehr hohe Investitionen. Und das schafft nicht jedes Unternehmen, kann nicht jedes Unternehmen. Und deswegen werden nur noch 2, 3, 4 Unternehmen übrig bleiben. Bremerhaven hat bereits 2500 Arbeitsplätze in der Offshore-Industrie verloren. Die Stadt kritisiert den energiepolitischen Zickzackkurs der Bundesregierung. Es muss der Deckel, der die Offshore-Windindustrie begrenzt, weg. Wir brauchen einen klaren Ausbaupfad für die Offshore-Windindustrie, die eine hohe Verlässlichkeit hat, die ein deutsches Erfolgsprodukt ist. Eine Erfolgsgeschichte, für die sich auch China, Taiwan und die USA interessieren. Bremerhaven, einst Pionier in Sachen Offshore, läuft nun Gefahr, den Anschluss zu verlieren.